bis hier bei Jonessa. Daily, daily Jonessa. Yo, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Es ist Donnerstag. Gestern habe ich gar nicht so wirklich gevloggt. Momentan ist ein bisschen schwierig, aber da brauche ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Ich möchte heute wieder joggen gehen, weil ich jetzt die letzten zwei Tage schon wieder keinen Sport gemacht habe. Weil es ging einfach nicht. Deswegen, ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit, bis ich los muss. Gehe ich joggen, dusche mich und dann haue ich direkt ab. Ja, also, ich mache mich jetzt auf den Weg, muss mir nochmal kurz einen neuen Zopf machen, meine Jacke drüber schmeißen, meine AirPods rein und dann geht's los. Ich bin jetzt übrigens schon bei Band 3 von den Hörbüchern. Also von dieser Begin Again, whatever, Trust Again und jetzt ist es, glaube ich, Feel Again von der Reihe. Das hätte ich mir auch sparen können. Es war mega scheiße. Verliere mein Handy. Das war richtig kacke. Und ich bin so sauer dann immer, wenn ich das einfach nicht hinkriege, wie ich mir das vornehme. Ich bin jetzt nicht mal 20 Minuten gelaufen. Leute, das kann mir doch keiner erklären, dass das normal ist. Ey, ich bin so sauer. Ich könnte heulen jetzt. Weil mich das so aufregt, diese Scheiße mit dem Laufen. Ich hatte 2 Tage Pause. Warum kann ich nicht einfach laufen? Ich geh jetzt duschen. So sieht es aus, wenn ich nur mein Deckhaar föhne und wasche. Das hier ist alles gewaschen und geföhnt. Und das hier darunter nicht. Das ist noch aus dem geflochtenen Zopf. Ich will nicht immer alles komplett waschen. Also ich mache das super selten. Aber es ist halt viel angenehmer, weil hier ist halt nur dieses ganze Fettige und so. Und ja nicht in den Längen. Vielleicht sollte ich mir jetzt die Haare auch mal machen. Ich kann es auch einfach so lassen. Vielleicht ist das der neue Style. Oben glatt geföhnt und unten wellig. So, ready. Ich habe mir jetzt Locken gemacht. So. Und jetzt werde ich meine Nägel machen gehen, weil die sind so hardcore rausgewachsen. Seht ihr das? Wie krass die rausgewachsen sind. Und hier, also die sind bis hier rausgewachsen. Und der hier ist halt so in der Mitte abgebrochen. Das tut halt mega weh. Und ich will den aber nicht abreißen, weil da ist halt noch mein Nagel. Und das tut weh, deswegen gehe ich jetzt in die Stadt und lass meine Nägel machen. Hallo, ich bin wieder zu Hause. Ich habe fresh Nails. Die sehen wieder wunderschön aus. Ich liebe es, frisch gemachte Nägel zu haben. Und ich habe gerade, also ich bin zur Bahn gelaufen. Und dachte, ich gucke mal, ob es was bei Too Good To Go gibt. Und da ist in der Stadt, also ich war ja in der Tiergalerie beim Nägelmachen. Und da ist in der Stadt so ein Bio-Basic-Supermarkt. Und dann gab es da Backwarenangebot für 3,90 € bei Too Good To Go. Und ich zeige euch mal, was ich bekommen habe. Das Ganze, ja, also ein Brot, ein Croissant, irgend sowas Süßes mit, ich weiß auch nicht, so Rosinen, Cranberries oder so. Sowas, sowas, 2 Bagel, 2 Laugenstangen und ein Rosinenbrötchen für 3,90 €. Mega cool. Ich muss sagen, bei dem Bäcker, wo wir sonst sind, kriegt man ein bisschen mehr für, ich glaube, 3,50 € oder auch 3,90 €. Aber das ist jetzt halt auch so ein Bio-Bäcker und so. Ne? Das ist ja generell auch immer ein bisschen teurer. Von daher finde ich, das ist voll in Ordnung. Und dann bin ich da rein, habe halt gesagt, ja, ich würde gerne den Too Good To Go Coupon einlösen. Und sie so, was ein Zufall. Ich habe das vor 3 Minuten erst reingestellt. Und ich so, lol. Und ich bin nämlich im Vorbeigehen, da ich zur U-Bahn gegangen bin, dachte ich so, ach, ich guck mal. Und dann war das da halt gerade nicht so aus. Klar, kaufe ich, sammle ich ein. Und dann kann ich jetzt essen. Es ist zwar schon 2:30 Uhr, aber ich habe noch nichts gegessen heute. Und dann würde ich mir jetzt erstmal Frühstück machen. Ja, ansonsten bin ich auf jeden Fall gleich erstmal noch unterwegs. Aber vielleicht schaffe ich es heute noch ein bisschen wirklich mal zu arbeiten, was ich mir die ganzen Tage vornehme und was einfach aufgrund von diversen Krankenhausaktivitäten nicht funktioniert. Aber vielleicht schaffe ich heute mal ein bisschen, dass ich mich gleich mal ein bisschen schminke. Ich muss Fotos produzieren, ich will noch ein Video drehen. Wenn ich dieses Video drehe, muss ich es auch schneiden. Ich muss mal gucken, wie ich das alles hinkriege. Ja, auf jeden Fall ist das bisher mein Plan. Und ich habe heute keine Donuts gekauft, tatsächlich. Fast immer, wenn ich in der Tiergalerie bin und dann rausgehe, also in dem Einkaufszentrum in Dortmund, nehme ich Donuts mit, weil da so ein mega geiler Donutsstand ist. Und heute dachte ich mir so, eigentlich sinnlos, weil es ist ja Weihnachtsmarkt, dann kannst du dir auch was auf dem Weihnachtsmarkt holen. Habe ich aber auch nicht gemacht und ja, am Ende habe ich dann Too Good To Go geholt. Das war aber nicht mein Plan, das habe ich dann durch Zufall gemacht. Ja, aber soweit so gut und jetzt mache ich mir hier von was fertig und frühstücke. Und jetzt werde ich angerufen. Ja? Ganz kurz noch
nochmal, wann es ist. You know what time it is? This time. You know what time it is? Hose offen time. Oh, San Francisco! Und im Brandos Adventskalender ist 2-mal Lebkuchengewürz drin. Das ist doch cool. Das kann man auf jeden Fall gut benutzen. Und jetzt geht's arbeiten. So, seit Ewigkeiten habe ich mich mal wieder geschminkt und ich habe auch ein bisschen rumprobiert. Ich habe mich mit dieser einen Palette, die ich relativ neu habe, von BH Cosmetics geschminkt, mit so ein bisschen blau. Und jetzt kriege ich den nie wieder weiß. Scheiße, mit einer Hand. Dann habe ich von NYX diesen Glitzer, man sieht gar nicht, wie man mit da den Glitzer-Eyeliner benutzt. Ne, Metallic-Eyeliner hieß der, glaube ich. Richtig cool. Ich finde, das passt auch gut dazu. Irgendwie fehlt mir hier gerade ein bisschen Farbe. Da. Hm, naja, egal. Und den Lippenstift habe ich benutzt. Das ist auch von NYX aus der neuen LE, diese Love Lust Disco. Und zwar Sparkle Passion Forward. Finde ich cool. Finde ich voll cool. Passend zu Weihnachten. Und jetzt werde ich ein paar Fotos machen und ein Video drehen. Ich habe übrigens eine Juwelkerze bekommen. Die packe ich jetzt aus, weil ich die nämlich jetzt für mein nächstes Foto brauche. Und ich habe noch gar nicht dran gerochen. Und ich dachte mir auf dem Foto, checkt man das eh nicht. Deswegen packe ich die jetzt mit euch zusammen aus. Ich freue mich voll, weil meine andere Juwelkerze, da war ich ja dumm und habe die auf den Boden geschmissen. Da war ja das Glas, ich gucke dahin, weil die da steht, total kaputt. Und die ist jetzt gestern komplett zu Ende abgebrannt. Und deswegen freue ich mich, dass ich jetzt eine neue habe. So, so sieht das Ganze aus. Ew. Winter Wonderland. Oh, da steht noch irgendwas drin. Okay. Nein, jetzt habe ich die Schleife mit abgemacht. Oh, die riecht richtig gut. Wonach? Die riecht nach frisch gewaschener Wäsche. Original. Die Schleife, die brauche ich doch fürs Foto, glaube ich. Die riecht sehr nice. Und die werde ich dann direkt als nächstes anzünden. Vorausgesetzt, ich kriege das hier wieder dran gefriemelt. Also, seht ihr? Das ist mit der anderen passiert. Und die ist komplett, die ist mir voll runtergeknallt. Ich bin so, ich melde mich zurück. Ich habe schon einiges geschafft. Ich habe mein Video fertig gedreht, beziehungsweise einen kleinen Teil davon muss ich gleich noch drehen, wenn Fabio da ist. Dann habe ich Fotos gemacht, einige. Ich habe auch sogar schon was gepostet und eine Story gepostet zu dem Schmuck von Diana. Das habe ich euch auch vor kurzem mal in einem Vlog gezeigt und ich habe irgendwie mega Augenringe, habe ich das Gefühl. Was ist das hier? Excuse me. Vor allem so, wenn ich so runtergucke. Also den Kopf nach unten mache. Whatever. Ich wollte euch was erzählen. Und zwar habe ich was wahnsinnig Geiles für meinen Geburtstag. Und zwar eine Fotobox. Und ich freue mich so sehr. Die ist von Crew. K-R-U-U. Und ich weiß, wie die ist, weil Christina die auch schon bei ihrer Hochzeit hatte. Und ich freue mich tierisch. Tierisch, wirklich. Ich freue mich so sehr. Und die habe ich gestern bekommen und gestern auch schon aufgebaut. Und ich würde sagen, ich blende euch das einfach mal kurz ein. This place, but I don't wanna leave here if you're just gonna stay. Changing like the seasons,
Been wasting all this time. Should be like satellite cast beyond the sky. Believe our fate for another day. Riding these horizons, we'll find our way. We'll leave our fate and fade into the night. Just follow me to paradise. To say we tried. Müssen wir auf unten drücken. Sieht schon mal gut aus. Cool, guck mal, das habe ich mir Vanessa ausgesucht. Geburtstag. Warum nicht Jonessas Geburtstag? Weil das der Jonessa-Geburtstag ist. So. Der Jonessa-Geburtstag. Wir haben schon ganz tolle Fotos gemacht. Hallo, ich bin die Fotobox. Hallo. Das ist es fertig. Voll geil. Ist das nicht fertig? Jetzt vielleicht? Ja. Ja. Boah, cool. Zeig her. Wir sind zwar ultimativ hässlich, aber... Ist ja erstmal egal. Was sagst du zu meinem Design? Cool. Ich find's auch cool. Ja, kann man das hier an der Seite wegschneiden? Ja, das ist zum Abklipsen. Ah, guck mal. Dass das normale Fotogröße ist. So. Klips. Und Christina und David hatten auf ihrer Hochzeit dasselbe. Also dieselbe Fotobox. Aber die haben halt sich für diese vier länglichen entschieden. Da waren dann auch immer zwei nebeneinander, sodass man das durchknicken konnte. Aber ich habe mich für dieses Format entschieden. Einfach so. Das ist wunderschön, dieses Bild. Erkennt man überhaupt, dass das da meine Zunge ist? Ja, schon. Ey, ja, mega. Boah, ich freue mich richtig. Cool, dann kann ja was... Ach, passieren. Guck mal, ich glaube, das kannst du noch drehen. Ja, natürlich, das ist doch... Oh, das habe ich nicht gerallt gerade. Ups, so soll es sein. Jetzt ist richtig... Ey, ja, mega geil. Geht das dann jetzt richtig... Alter, jetzt bin ich blind, ey. Oh, süß, das hätte ich gerne. Uah. Du machst mir jetzt eine Collage, okay? Von deinen schönsten Momenten. Bitte was? Ja, du machst mir jetzt eine Collage, viermal okay. Fabio. Und das drucke ich mir dann aus und das kommt an meinen Schreibtisch, damit ich immer motiviert bin im Büro. Deal? Hauptsache mit YouTube im Hintergrund. An meinem Geburtstag kommt ein schönerer Hintergrund. Du Scheiße. Hoffe ich. Jetzt kriegst du hier richtige peinliche Bilder von mir. Oh, ach du Scheiße. Süß. Ja, du darfst nicht ganz so nah ran. Was soll ich denn jetzt machen? Süß sein. Du, hey du. Das ist der hey du Blick. Geil. Das gefällt mir enormst. Okay. Nice. Oh Gott, ich freue mich so sehr. Ich glaube, das wird richtig, richtig geil. So was hatte ich noch nie in meinem ganzen Leben. Ja, ist doch cool. Geil. Hier. Also, wenn wir irgendwann mal heiraten, machen wir das auch. Falls du nicht weißt, was heute für ein Datum ist, ist heute dein Geburtstag. Hey, danke. Gratulier mal. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Tschüss. Das ist wohl die wunderschönste Collage, die ich jemals bekommen habe. Kann das weg? Das kann weg. Schau, wie hübsch du bist. Ja, wunderschön. Ja? Ach du Scheiße. Hui, hui. Aber das ist geil, oder? Das ist eine richtig coole Idee. Da kann jeder sowas mitnehmen dann. An meinem Geburtstag. Und Leute, jetzt kommt das Allercoolste. Ich habe sogar einen Rabattcode für euch bekommen. Also, wenn ihr irgendwie mal, weiß ich nicht, einen krassen Geburtstag feiert oder heiratet, die sind vor allem für Hochzeiten mega, oder einfach ein cooles, größeres Event habt, wo so eine Fotobox cool wäre. Die kostet, soweit ich weiß, 250 Euro mit allem drum und dran. Also die wird geliefert, die wird danach wieder abgeholt. Es ist alles dabei, was ihr braucht. Dieses ganze Drucker, Fotopapier, Licht, Kamera. Ihr habt es ja gerade gesehen beim Aufbau. Es ist alles dabei. So, und jetzt kommen wir zu meinem Rabattcode. Da muss ich nämlich mal kurz lesen, weil da ist noch ein bisschen was mit drin. Der heißt Vanessa X Crew, ich blende ihn euch auch nochmal hier ein. Und damit bekommt ihr 20 Euro Rabatt. Aber, jetzt muss ich nämlich lesen, ihr bekommt noch Wedding Props dazu. Also diese
so Brillen, Schnäuzer, Küssmünder, die man auf so Holzstäbchen klebt. Ihr wisst, was ich meine. Das hat jeder bei so Fotoboxen immer dabei. Das bekommt ihr noch gratis dazu im Wert von 9,90 Euro und eine Fotobox-Versicherung. Ebenfalls im Wert von 9,90 Euro. Sprich, mit meinem Rabattcode kriegt ihr eigentlich einen Rabatt von 39,90 Euro. Und das ist doch mega geil. Also zahlt ihr 210 ungefähr für eine Fotobox. Ey, Leute, ich finde dieses Ding so geil. Ich habe auch gerade Fabio noch ein Foto fertig gemacht. Wir haben das ja gestern auch schon ausprobiert. Und es ist so cool. Man kann sich da auch so ein eigenes Layout machen. Das habe ich ja auch schon gemacht. Ich habe ja so ein Funkel-Hintergrund und dann darunter stehen Jonessa Geburtstag und dann halt mein Geburtsdatum, damit halt die Leute einfach von dem Datum quasi Fotos haben. Ihr könnt auch dann zum Beispiel ein eigenes Design hochladen als Hintergrund nehmen. Ihr könnt den Text beliebig beändern, ihr könnt den überall hinknallen, wo ihr wollt, ihr könnt ihn auch weglassen. Das sind zwei Zeilen, die ihr da zum Beispiel drauf machen könnt. Also es ist richtig cool und ihr habt einfach super personalisierte Fotos. Und auch wie die Fotos sind, könnt ihr natürlich auch entscheiden. Ihr könnt zum Beispiel das, was ich habe, dieses Vierer-Design oder das, was ich euch gezeigt habe, was Christina hatte, diese zwei länglichen, wo vier Fotos untereinander sind. Oder ich glaube auch noch mit drei Fotos und dann auch noch mit drei Fotos so quer, wo ein großes ist und zwei kleine daneben. Da könnt ihr euch wirklich austoben und ich finde das für den Preis wirklich mega. Wirklich, ich finde das richtig cool und ich bin so glücklich, ich finde das so geil. Ich weiß gar nicht warum, ich freue mich so unfassbar darüber. Ja, und ich würde sagen, die Fotobox dann in Action werdet ihr dann auch nochmal an meinem Geburtstag sehen. Also in dem Vlog von meinem Geburtstag am 29.12. Ja, da freue ich mich schon richtig und ich glaube dann auch meine Gäste werden das richtig cool finden, weil die können sich dann da einfach austoben mit diesen ganzen Fotoprops und, wie heißt das wirklich? Props? Whatever. Und einfach die ganze Zeit Fotos machen. Richtig cool. Und übrigens kriegt man danach auch noch eine Online-Galerie. Also alle Bilder werden auch noch nachträglich hochgeladen. Sprich, wenn die dann hochgeladen wurden, kann man einfach allen Gästen dann nochmal einen Link schicken, dass die sich ihre Fotos auch nochmal aufs Handy, auf dem PC oder so laden können, dass die das auch digital haben. Richtig cool. So, jetzt hau ich mich nochmal kurz an den PC und dann koche ich. Und dann drehe ich noch eine Szene, dann kann ich mich abschminken und dann ist der Abend rum. Geil, Alter. Das ist überhaupt kein Rosinenbrötchen, das ist ein Schokobrötchen. Rosinen wäre auch geil gewesen, aber Schoko ist, glaube ich, noch ein bisschen geiler. Das Schmuckstück in meiner Juwelkerze war diesmal relativ weit oben, was sehr geil ist. Also ich muss schon ein bisschen ziehen, also ich hätte es ruhig noch ein bisschen abbrennen lassen können. Aber ich bin ungeduldig. Here it is, ich bin so gespannt, was drin ist. Oh. Das sind jetzt die Ohrringe, die da drin waren. Hier steht es nochmal, 925er Silber. Ich zeig die euch mal. So sehen die aus. Also da ist so ein Ring mit Steinchen besetzt und da hängen so viele kleine Metallringe dran, also so Silberringe. Und so würde das Ganze dann im Ohr aussehen. Finde ich echt cool. Nice. Ohrringe hatte ich auch noch nie in einer Juwelkerze drin. Voll cool. Er singt, er singt, er singt. Singt. Es gibt Essen und zwar würzige Hirtengnocchi. Da kommen jetzt noch Tomatenmark rein und Feta gleich. Und ich wollte euch noch kurz zeigen, was ich gestern gekocht habe. Das war nämlich mega lecker. Wo ist denn das? Hier, Ratsherrentopf mit Spätzle. Das waren Spätzle, so eine Sahnesoße mit Röstzwiebeln und so. Speck und Schweinefilet und Champignons. Ich habe hauptsächlich das Fleisch eigentlich vorher mir gegeben. Aber es war mega lecker. Richtig, richtig lecker. Ja, und jetzt gibt es das und das ist gleich fertig. Beziehungsweise eigentlich jetzt. Hier sind die Gnocchi mit Schinken und da drin ist eine ganze Packung Paprika, also drei Paprika. Und ein bisschen Öl, Zwiebel, Knoblauch, Wasser, Tomaten. Hier stückige Tomaten. Genau, jetzt kommt nur noch das da rein und dann ist ready. Hör mal, das kann sich doch sehen lassen, würde ich sagen. Null. So, es ist zwar mittlerweile 22 Uhr, aber ich habe mich jetzt abgeschminkt und werde mir jetzt wieder meinen Laptop nehmen und arbeiten, weil jetzt kann ich die Zeit nutzen und ich weiß nicht, wie die nächsten Tage aussehen werden. Und falls ich dann da einfach weniger Zeit haben sollte, werde ich das jetzt einfach machen. Weil ich weiß absolut nicht, wie die nächsten Tage sein werden. Ich arbeite jetzt einfach ein bisschen vor.
Drückt mir die Daumen, dass alles irgendwie gut geht. Bitte. Das war's mit dem Vlog. Ich hoffe sehr, dass er euch gefallen hat. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und auch einen Kommentar da. Ansonsten könnt ihr hier sehr gerne in meinen letzten Vlog reinklicken. Hier unten findet ihr die Playlist. Hier gibt es den Vlog von vor genau einem Jahr. Und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Vlog. Daily, daily,